Ich spreche jetzt hier mit Simon Kuchinke, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Hallo Simon. Hallo. Ja, mir persönlich liegt so ein bisschen das Thema Gesundheit am Herzen und da ist die neueste Entwicklung die Sache mit diesen MPX-Affenpocken. Wie sieht es aus? Kann man sich in Hamburg impfen lassen? Man kann sich in Hamburg impfen lassen. Das ICH Stadtmitte am Glockengießer Wall verimpft ungefähr 75% der Dosen, die wir in Hamburg haben, zusammen mit dem UKE. Die Kollegen von Hein und Fiete haben eine richtig gute Seite zusammengestellt mit allen verfügbaren Adressen, wo man eine E-Mail hinschreiben kann, wo man sagen kann, ich möchte mich impfen lassen, ich möchte auf die Warteliste. Das ICH zum Beispiel macht das aktuell wirklich so, bei jedem Prep-Test jagen die dir sofort die Spritze rein, weil es ist, das muss man leider auch sagen, gerade die meist diagnostizierteste STI, wenn man so will, die es in Hamburg gibt. Und deswegen ist es ganz wichtig, jeder, der sich berufen fühlt, ich finde es ganz wichtig, ich habe mich auch schon impfen lassen, dass man einfach eine Mail schreibt, es geht wirklich relativ schnell und man bekommt einen Termin. Nach 4 Wochen später muss man nochmal hingehen zur zweiten Dosis, aber man sollte sich jetzt impfen lassen. In der ersten Phase sollten sich ja nur die impfen lassen, die Kontakt zu Infizierten hatten. Jetzt kann sich jeder impfen lassen. Es kann sich jeder impfen lassen. Man muss einfach den Willen dazu aufbringen, vielleicht noch ein bisschen Zeit mitbringen, weil wir natürlich nochmal auf die nächste Dosis Impfstoff warten. Aber im Vergleich zu anderen Großstädten wie Berlin waren wir viel weiter und viel früher dabei und viel besser organisiert. Das haben wir einfach in Corona gelernt, müssen wir sagen. Vielen Dank, Simon. Gerne.